Hallo und herzlich willkommen. In diesem Feng Shui Talk werde ich über die drei Arten des Glücks und die Bedeutung von Feng Shui für unser Leben sprechen. Was sind die drei Arten des Glücks? Da gibt es einmal das Himmelsglück, das Menschenglück und das Erdglück. Das sind jetzt wie schematische Faktoren, aber da stecken wirklich Bereiche da drin, die ganz grundlegend für unser Leben sind. Himmelsglück, das wären Faktoren, in welche Familie wir geboren werden, in welcher körperlichen Verfassung, wie wir erzogen werden, welche Bildung, welche Dinge uns angetragen werden. Oder für ein Kollektiv, in welchem Land wir leben, welche technologischen, zivilisatorischen Entwicklungen, Prozesse wir da gerade durchgehen. Für eine Firma wäre das Himmelsglück auch unter anderem, welcher Bedarf an Technologie und an Produkten da ist, also was auch zeitgemäß ist, wo man nicht selber das bestimmen kann, sondern was einfach so da ist, was an Erfordernissen da ist und was da liegt an Potenzialen. Wenn man da mehr drüber nachdenkt, kann man natürlich sich wundern, okay, woher kommt das? Die Bedingungen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Menschen werden in ganz verschiedenen Ländern geboren, unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Ja, auch manche Menschen kommen schon krank und behindert zur Welt. Woran kann das liegen? Und natürlich kann man diese Frage stellen und die ist auch ganz wichtig. Man kann dann vielleicht auf Ideen kommen, da gibt es so gar keinen Zufall, da gibt es schöpferischen Willen, da gibt es Bestimmung, was man für sich für dieses Leben gesucht hat. Und dann gibt es Begriffe wie Schöpfung, göttlicher Wille, Karma oder Zufall. Und ich möchte es an diesem Punkt einfach so belassen und man kann sich einfach darauf einigen, dass es dieses Himmelsglück in dem Sinne gibt, dass wir uns eben nicht alles im Leben so heraussuchen können, wie wir das gerne hätten, sondern dass wir da einfach Bedingungen vorfinden. Es ist wie dieses berühmte Bild von dem halb vollen, halb leeren Glas mit Wasser. Ja, da ist irgendwo eine bestimmte Menge drin und mit dem muss man klarkommen. Und das nächste ist dann auch schon das Menschenglück. Wie wir jetzt uns einstellen zu diesen Bedingungen. Ob wir sagen, wow, halb voll, wir können da richtig was mitmachen oder halb leer, schade und da kann ich ja gar nicht viel machen und so. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor, unsere Einstellung, unsere Mentalität und natürlich auch unser Engagement, unser Fleiß, wie wir uns im Leben einfach immer weiter entwickeln und das Leben selber als den super Entwicklungstrainer überhaupt sehen. Menschenglück also bildhaft auch wie der Kapitän, der dieses Himmelsglück, dieses Schiff, was wir so für unser Leben mitbekommen, für dieses Leben für bestimmte Abschnitte in unserem Leben. Da gibt es ja auch verschiedene Faktoren, Glücksfaktoren, Bedingungen, die sich ständig immer wieder ändern. Manche tragen länger. Also wie wir dieses Schiff dann tatsächlich verantwortlich lenken. Ja? Man kann eine super Yacht haben, die einfach überall richtig gut läuft. Man ist der prima Kapitän, aber es gibt auch Möglichkeiten, wo man aufgrund von Negativität auch das beste Schiff versenken kann. Deshalb gibt es auch diesen Spruch. Also es kommt zweitens sehr entscheidend auf unsere Einstellung an, unseren Fleiß, wie wir mit uns arbeiten. Das ist der zweite Glücksfaktor. Und der dritte, das ist das Erdglück. Und da sind wir bei den subtilen Faktoren von Raum und Zeit. Und in diesem Bild eines Segelschiffs wären es jetzt die Bedingungen von den Wellen und dem Wind. Also man kann an Sturm denken, wie geht man da mit dem Boot um und was passiert da, wenn man ein super Schiff hat, eine super Yacht, macht man die Schotten dicht, man geht rein, wartet, bis der Sturm vorbei ist. Wenn man ein klappriges, wackeliges, kleines Schiff hat, vielleicht mit Löchern noch im Bug, man muss ständig schöpfen, dass man überhaupt über Wasser bleibt, dann kann das schon sehr, sehr schwierig werden. Dann kann es Windstille geben. Ja, was macht man da? Vielleicht hat man an Bord einen Außenbordmotor oder man hat Ruder oder man hängt einfach nur da und es stockt, wenn man nichts dergleichen nutzen kann. Man hat vielleicht Gegenwind. Und wenn man clever ist, wenn man es gelernt hat, dann weiß man, wie man auch damit arbeiten kann, nämlich man kreuzt. Also man nutzt den Wind und kommt, obwohl er gegen einen geht, trotzdem vorwärts und schlussendlich ans Ziel. Oder
Rückenwind, super, jeder stellt die Segel und es geht vorwärts. Aber je nach Fähigkeit des Kapitäns, also Menschenglück, und nach Fähigkeiten des Bootes, Himmelsglück, natürlich auch nochmal unterschiedlich flott. Das ist so das Bild für das Erdglück, sprich für hier in diesem Sinne Wellen und Wind und tatsächlich aber für die subtilen Faktoren von Raum und Zeit, die uns dort ständig mit beeinflussen, wo wir uns eben verankern. In unserem Haus, unserer Wohnung, egal ob uns das gehört, ob es ein Riesenpalast ist oder eine kleine Mietwohnung, auch wo wir arbeiten, natürlich überall dort wirken diese Raumzeitfaktoren mit. Und das Wissen um das Erdglück, das ist authentisches Feng Shui. So, und jetzt ist es, also wenn man diese drei Faktoren des Glücks zusammennimmt, so, dass die Summe derer ausmachen, wie es konkret in unserem Leben läuft, ja. Ganz wichtig ist natürlich das Himmelsglück. Es ist der grundlegende Faktor. Es ist sehr, sehr prägend. Das weiß man auch heute, wie wichtig es alleine schon ist, in welchem Land man geboren wird. Das ist so ein Megafaktor schon für unseren Wohlstand, für unser Glück überhaupt. Menschenglück, daran können wir auch ständig arbeiten. Unseren Fleiß, unsere Bemühungen weiterentwickeln, unsere Fähigkeiten zum Wohle von uns selbst und von den anderen, die um uns herum sind. Ja, und dann das Erdglück. Dieser Faktor, der wird normalerweise so gar nicht so genau angeschaut. Es gibt Trainings, wie man optimierter mit seinen Kräften arbeiten kann, alles Mögliche. Aber das Erdglück, das wird so irgendwo mitgenommen und das ist nicht gut genug, weil es gibt eben das Wissen von Feng Shui, mit dem man dieses Erdglück ganz genau anschauen kann, wie man es optimieren kann, wie man dort die Schwächen erkennen kann, ausgleichen kann, stärken kann. Letztlich muss man es also wie eine Summe sehen von Himmelsglück mal Menschenglück mal Erdglück und das zusammen ist unser Flow. Also unser Leben ist von diesen drei Faktoren schlussendlich mitbestimmt. Unser Glück, unser Wohlergehen. Und mit dem Feng Shui-Wissen eben kann man dieses Erdglück optimieren. Das heißt, auch wenn man irgendwo in anderen Bereichen gerade eine Schwäche hat oder grundlegend merkt, da geht es nicht so, wie man das sich vielleicht wünscht, wie man denkt, wie es für einen im Leben laufen sollte, dann sollte man nach dem Erdglück schauen. Man sollte dort diese Faktoren, die dort mitwirken, optimieren, wo sie blockieren, lösen und daran arbeiten. Feng Shui ist also ein Co-Faktor für unser Glück. Es ist nur der dritte Faktor für unser Glück, aber der ist er. Er ist ganz, ganz unverzichtbar. So ähnlich wie bei einer Pflanze. Die Pflanze selber weiß, wie sie wächst. Eine Kartoffel wird eine Kartoffel, ein Mais wird wieder Mais hervorbringen. Okay, und er braucht die richtigen Bedingungen von Luft, von Wasser, von Wind. Also das wäre das Himmelsglück, die Pflanze selber wäre das Menschenglück. Und dann noch den richtigen Standort, die richtigen Qualitäten des Bodens, die richtigen Nährstoffe. Ganz, ganz wichtig. Also sprich, wir selbst, wir als Menschen wissen schon, was wir wollen und was wir können. Das steckt in uns, das ist unsere Bestimmung. Aber dieser Kofaktor von Erdglück prägt uns eben mit und gibt auch, ja, nährt uns, stärkt uns und lässt diese Früchte, die wir gerne auch haben wollen, besser herkommen, besser gedeihen. Das Spannende ist jetzt, dass diese drei Faktoren, so sehr sie sich jetzt erstmal unterscheiden, also Dinge, die uns so gegenüber sind und dann, wie wir innerlich mit unserer Einstellung unterwegs sind, mit unseren Kräften arbeiten und dann ja so dieses Umfeld, wo wir um uns herum haben, also tatsächlich Himmelsglück, Menschenglück, Erdglück wieder tatsächlich in der Realität, in unserem Leben, wo wir ja vielleicht denken, diese Dinge sind ja völlig voneinander losgelöst. Was hat das miteinander zu tun? Und es ist spannend, weil diese Dinge alle miteinander verwoben sind. Also diese drei Faktoren des Glücks, die kann man auch so sehen wie verschiedene Plätze auf einem Pfannkuchen. Letztlich ist es eine Totalität. Immer wenn wir an einem ziehen, nehmen wir alles andere irgendwo mit. Oder in anderen Worten, es wirkt überall im Leben immer das Prinzip der Resonanz. Wie oben, wie unten,
wie außen wie innen. Das ist ein kosmisches Gesetz, das ist ein Lebensgesetz, dass sich die Dinge abbilden, abprägen, gegenseitig so beeinflussen. Das ist ja überhaupt, worum es geht, weil sonst wäre es ja völlig egal, wie die Bedingungen um uns herum sind. Dann könnte es ja irgendwie sein, noch so schlechte Konstellationen und es wird einfach okay sein für uns, aber so ist es nicht. Ja, was sie tanken, welchen Treibstoff, wie gut er ist, ob es überhaupt die richtige Sorte ist, macht eben was mit ihrem Auto. Entweder läuft es oder besonders gut oder halt gar nicht, ist ein Riesenproblem. Ja, genauso ist es auch mit den Energien, die im Raum-Zeit-Feld um uns herum ständig unterwegs sind, die da sind und die uns eben dort ganz besonders prägen und beeinflussen, wo wir uns verankern. Es ist also eine Totalität in diesen drei Faktoren, die miteinander zusammenhängt. Und das Spannende ist jetzt auch, dass je nach den Konstellationen unseres Himmelsglücks und Menschenglücks sich auch für uns ein entsprechendes Erdglück ergibt. Das heißt, es gibt gar keinen Zufall, warum auch auf Feng Shui-Ebene ganz bestimmte Gegebenheiten dann so sind, wie sie sind. Also konkret ein Beispiel, wenn Menschen in einem, wie ich es nenne, Scheidungshaus wohnen, also in einem Gebäude, wo entsprechend negative Wirkungen vorhanden sind, die werden Sie in anderen Beiträgen genauer noch kennenlernen, die definitiv so Probleme und Situationen auslösen, ja, dann gibt es natürlich auch bei den Menschen einen Grund dafür, warum sie in so einem Haus leben. Ja, das macht also nicht nur das Feng Shui, nicht nur das Erdglück bestimmt, wie es dann läuft, sondern es ist ein Kofaktor, so wie Faust aufs Auge oder genau das richtige Vitamin für genau die Kräfte. Also so kann man das besser verstehen. Und nur dann auch wird man diesem Prinzip gerecht, kann man es wirklich so erkennen, wie es tatsächlich läuft. Ja, ansonsten wäre das ein Kinderglaube, nur irgendwie anderes Feng Shui und das Leben der Leute dreht sich um von gut zu schlecht oder von schlecht zu gut, je nachdem, wo man dann hinzieht und wie es da ist. So ist es nicht. Man bringt natürlich immer auch seine Themen mit und witzigerweise ist es eben so, dass wir uns Äußerlichkeiten auch so suchen, überbewusst oder unterbewusst, man kann es nennen, wie man will, ja, die einfach da auch auf ganz subtiler energetischer Ebene zu dem passen, wie es gerade für uns sein soll. Das heißt, es gibt gar keinen Irrtum im Leben. Die Dinge stimmen immer. Die Frage ist jetzt nur auf relativer Ebene, ob wir damit zufrieden sind, ob wir das irgendwo sehen können, wie die Dinge miteinander schwingen und wie wir unsere Verantwortung darin erkennen können und es dann auch schöpferisch ändern oder ob wir eben Opfer sind davon und darunter leiden. Es gar nicht entdecken, gar nicht draufkommen, hey, da könnte ja was viel schöner, viel lebendiger und positiver sich zeigen im Leben. Und da kommt Feng Shui ins Spiel durch eine qualifizierte Beratung, durch Hilfe von außen, wo einem gespiegelt wird, was in dem jeweiligen System Sache ist, wo Blockaden da sind, die immer auch entsprechende Themen in eine bestimmte Richtung bringen, wie man das lösen kann, wie man positive Energien erwecken oder installieren kann, um uns in unserem Leben und unseren Befindlichkeiten zu fördern. Und deshalb ist Feng Shui-Wissen so wichtig, weil wir damit diesen dritten Faktor unseres Glücks, dieses Erdglück eben ganz bewusst angucken können und mitgestalten können für unser Glück. Man denkt ja so vielleicht, ja Glück fällt vom Himmel runter oder das ist ja so, man kann es eh nicht ändern. Das ist viel zu vage und natürlich ist dieses Wort Glück auch irgendwie ein bisschen wattig. Ja? Man hat ja die Idee, dann plötzlich ist da was da, irgendeine Frucht, irgendein Zustand, irgendwas kommt einem entgegen und man wundert sich so, woher und wie und beglückend. Okay, klar, man wird es genießen, aber tatsächlich läuft es im Leben immer so, dass da ganz subtile Bedingungen sind, die so allmählich sich irgendwo zeigen und entwickeln. Also man könnte bildhaft das mit dem Glück auch so sehen wie
ein Baum, der so genährt wird und so allmählich blüht, er wächst und dann kommen so die kleinen noch unreifen und dann irgendwann die reifen, prallen Früchte. Und okay, und dann schauen wir hin und sehen, wow, jetzt ist es da und natürlich ist es dann reif und wir können es genießen und da freuen uns dran. Aber tatsächlich haben diese Prozesse zu diesem glückhaften Ereignis über ganz, ganz lange Zeit schon stattgefunden und haben sich verstärkt und haben einfach eine Entwicklung durchgemacht. Ein anderes Bild wäre auch Glück so wie ein Maulwurf zu sehen. Ja? Da gräbt sich was so ganz, ganz lange im Untergrund und plötzlich, wupp, kommt es rauf, macht einen Haufen, sagt, hallo, hier bin ich. Und wir sehen es und es schenkt sich uns. Und ich will es deshalb erwähnen, weil sonst denkt man ja, Feng Shui, Glück, Erdglück, Himmelsglück, was soll das alles so? Das passiert doch sowieso irgendwie so und ich kann ja da gar nichts machen. Das ist einfach ganz falsch, weil das wäre wieder diese Opferglaube, diese Opferhaltung. Tatsächlich ist es so, Ursachenwirkungen sind ständig am Arbeiten in unserem Leben. Und der entscheidende Faktor ist jetzt aber, wie wir damit umgehen mit diesem Prozess. Sprich, pflanzen wir gute Samen, damit auch gute Früchte, glückhafte Zustände irgendwann entstehen oder kümmern wir uns vielleicht nicht drum, gehen schludrig damit um, pflanzen womöglich auch noch einfach gar keine guten, sondern schlechte Samen. Ja, was kann daraus geschehen? Da wird nichts Gutes dabei rauskommen. Ja, es bedarf der Sorge, es bedarf der Liebe im Sinne von Fürsorge. Das Wort Sorge finde ich schwierig, also lassen Sie es uns Fürsorge nennen. Es bedarf der Fürsorge, damit die Dinge gedeihen und da können wir einiges dafür tun, ja? Und das andere überlassen wir auch dem Kosmos und dann können die Dinge gedeihen und wachsen. So ist das Prinzip von Glück zu verstehen, dass dort Bedingungen am Werke sind, die wir ja selbst mit kreieren und betreuen können. In diesem Sinne ist es eben auch wichtig, auf den Feng Shui-Faktor zu schauen, auf das Erdglück und dort auch die richtigen Bedingungen zu installieren, die zu Gedeihen, zu Wohlbefinden und Glück führen.